racks, track me. I'll run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, six flags. Ballin' like Dinky, told her I love her. I ain't really mean that, yeah. Now they just people like funny. Remember way back, she was loving. These bitches sneaky can't cover. I got four hoes that went to her. I remember. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get it, no call to quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. 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 My heart on my sleeve. Shit on my greed. That's how I get it. Success ain't no giving. Some days I don't hit, I don't sleep. When I'm focused, I'm dangerous. They don't wonder when I'm anxious. Ain't no limit till I tank. I'm running on fumes. The hop assistant don't amaze. The roads racing through the pavement. Get your hands out of my bag. I know that's because I've been in it. Ja, moin, ich bin der Flori. Ihr kennt mich ja von den letzten Videos. Wollt euch dieses Mal mein 130er MTX-Projekt vorstellen. Mit dem Mobile hat auch alles angefangen, wo ich in die Tuning-Szene mit reingeschlittert bin, was Simson betrifft. Das Konzept, also das Mobile an sich, gibt's schon seit 2007, 2008. Hängt auch viel Herzblut drin, weil, ja, Vater-Sohn-Projekt, das erste. Da hat Vater es mir noch immer viel geholfen mit Schweißen. Mittlerweile kann ich das auch alles selber. Also ich bin nicht mehr so angewiesen auf ihn, wie es halt früher war als junger Ruby. Motor war mir damals schon so klar, da kam das so raus mit der MTX-Szene, dass ich sowas auch unbedingt haben will. Wo ich klein war, wollte ich immer um Schuppen hauen, also immer give ihn. Da habe ich gedacht, da muss ein 130er her. Dann habe ich geguckt, welche Firma baut das und da kam ich dann zu der Firma Schmiermaxe. Die hat mir quasi den Rumpfmotor gebaut, umgebaut, den Auspuff, den damaligen, angefertigt. Schweinegeld gekostet, was jetzt ja immer noch Schweinegeld kostet, ein MTX. Aber da ist auch halt seit 2007, 2008, das sind ja nun mittlerweile ordentlich paar Jahre, da ist aber immer noch alles beim Alten drin. Immer noch auf dem alten Stand und es hält. Da muss in meinen Augen, natürlich, wenn man 40 PS fahren will oder über 30, dann sollte man schon Bildblock vielleicht nehmen und eine K7-Kupplung. Aber das Ding war letztens gerade bei B-Performance auf dem Stand, hatte knapp 21 PS. Da muss man nicht übertreiben, da ist ein originales Viergang drin. Dann haben wir eine Seletra drin. Es ist jetzt mittlerweile ein gradverzahnter Primärtrieb drin. Dann haben wir auch eine RZT-Kupplungspaket drin bis 25 Newtonmeter. Es hält alles. Es fährt alles. Es fährt auch gut. Man kann damit Spaß haben. Es ist haltbar. Natürlich, wenn man jetzt, wie gesagt, über 30 PS haben will, muss man natürlich auch schon was anderes machen. Aber bei der PS-Zahl klappt das alles wunderbar. Also wer jetzt nicht unbedingt übertreiben will mit den Leistungen, einen spitzen Motor haben will, geht das auch für etwas kleineres Geld. Man muss da keine 4000 Euro für einen Motor ausgeben. Der war zwar zur damaligen Zeit auch schon nicht billig, aber funktioniert auch, auch für das Alter. Dann habe ich mir die Jahre über, habe ich mir nochmal einen Auspuff bauen lassen. Damals war es ein Standard-MTX-Auspuff von Schmiermaxe. Dann habe ich mir spezifisch einen auf meinen Motor einen berechneten Auspuff bauen lassen, quasi welche Zündung, welcher Vergaser, welches Membran und so weiter. Der ist jetzt von Motopipes. Dann habe ich angefangen 1920 den nochmal umzubauen, also einmal ein frischeres Kleid zu geben, was aktuelleres, weil damals gab es auch, hatte ich noch keine Scheibenbremse, war halt alles mit Trommelbremse. Hat auch guter Kumpel von mir, B-Performance, hat mir den Sattelhalter an den Holm angeschweißt, Aprilia-Bremssattel drin, 280er Scheibe auf einer 215er Felge vorne auf 16 Zoll. Zentralfederbein ist vom Quad, verstärkte Kette drin, Kettenräder, alles verstärkt, alles von Ronge. Teilung kann ich jetzt nicht mehr sagen, war annähernd dem Originalen gleich. Damals auch ein Fünfganggetriebe verbaut, hat aber nicht lange gehalten. Ich kam noch nicht mal bis Dorf raus, da war es durchgebrochen bei einmal Gas geben. Deswegen sind wir zurückgeschwenkt auf ein originales Viergang. DDR-Ware, die hält. Ne? Luftfilter ist von ZT Tuning. Vergaser haben wir auch einen 30er Polini dran mit Stage 6 Membran. Hinten ist auch eine 3 Zoll Felge drin. Da habe ich auch schon viel gehört, dass man die Felge außermittig zentrieren muss, weil das sonst mit der Kette in den Gehegen kommt. Da habe ich mich auch schon viele Diskussionen gehabt bei Insta, Facebook und Co. Ich habe alles mittig zentriert, bei mir passt es. Ich weiß nicht, was andere anders machen als ich, keine Ahnung. Dann kommen wir zu dem Höcker.
Das ist auch komplett Eigenbau aus GFK. Da hat mir damals mein Onkel geholfen. Ja, wie gesagt, selber designt, angepasst, geformt aus, ich sag mal, Art Styropor wird das ja gemacht. Formt man das, dann wird es laminiert. Vordere Schutzblech gibt es natürlich so zu kaufen in GFK. Ich habe mir damals eins gekauft, habe mir davon Abdruck gemacht, habe es nochmal einmal selber gebaut aus GFK. Lenker ist auch ein Echt-Carbon-Lenker, auch aus dem Fahrradstore, sage ich jetzt mal. Die Räser ist auch CNC gefräst, aber ein Fahrradlenker wird halt nur an einer Aufnahme festgemacht. Da ich das hier nicht machen wollte, sieht doof aus, habe ich mir die Räser auch von Abraham Tuning und seinem Mitarbeiter umfräsen lassen, dass ich diese Klemmung halt da fahren kann. Bremspumpe ist auch von Ronge, Schnellgasgriff, Kupplung, Bremshebel sind von ZT Tuning. Tankdeckel ist auch wieder von Erwin, habe ich mit Carbon beziehen lassen. Ich bin sehr begeistert von dem Menschen, der macht gute Arbeit, ist immer hilfsbereit, wenn man irgendwelche Probleme hat, der hilft immer weiter. Fußrastenbock kam noch ein anderer. Lima-Deckel ist mit Sichtfenster. Wie gesagt, das Moped an sich ist wirklich ein paar Jahre alt, von 2008, sage ich jetzt mal, 2007, 2008. Ich finde, es ist immer noch ein Hingucker. Ist zwar ein bisschen oldschool, die Sitzplatte auch mit dem eisernen Kreuz, so war das halt zur damaligen Zeit. Und ich muss sagen, das Moped, da wird das bestimmt sehr vielen nochmal die Erinnerung hochkommen zu dem Moped, weil es eigentlich in meinen Augen auch sehr bekannt war. Man hat Google aufgemacht, hat nach Simson oder Simson Gardebusch gegoogelt. Es kam das Moped als erste Seite. War ich auch schon sehr stolz drauf, dass das überhaupt, sag ich mal, als kleiner 18-jähriger Mensch so weit kam, sag ich mal, ne? So gut angenommen worden ist. Ja, und jetzt habe ich versucht, durch diese Sachen, anderes bisschen anderes Farbkleid, was Rahmen und sowas betrifft, das zu modernisieren und nochmal einen Punkt drauf zu geben. Den Auspuff habe ich auch nochmal komplett neu gemacht. Der war natürlich nach den, ich sag mal, über zehn Jahren, war der natürlich komplett verrostet. Habe ich auch versucht, alles zu geben, einmal komplett polieren, denn die Nähte angeflammt, wieder angelassen, dass sie ein bisschen Farbe kriegen. Drei Schichten, glaube ich, mit hitzebeständigem Klarlack überzogen. Danach bei meinem Pulverer des Vertrauens Bernd, auch nochmal großen Dank. Bei allen drei Projekten konnte ich den Auspuff durch die drei Schichten Klarlack da im Brennofen schön einbrennen. Weil wenn man das so während der Fahrt einbrennt, es kommt halt vorne viel mehr Hitze als hinten. So wird der wenigstens gleichmäßig eingebrannt und hält auch meistens länger, als wenn man das beim Fahren einbrennt. It's going down. Was soll man dazu noch sagen? Mittlerweile ist so ein Ding so populär. Viele wissen, die sich ein bisschen mit Simson beschäftigen, wissen, was so ein Ding ist, was da halt ungefähr auch drin steckt. Hier kann ich sagen, viel DDR-Ware und hält. Ich habe damals auch, wie man so war, bei Facebook gab es, glaube ich, eine Seite, die Simson-Umbau, war ich viel als kleiner Bengel unterwegs, habe mir Anregungen geholt. Dachte ich, geil, hier ist meine mit Zentralfederbein, musste auch haben. Muss wieder auf den Schuppen hauen. Ja, denn so mit Vaters zusammengesetzt, ihm so ein bisschen meine Vorstellung erzählt. Und Vaters war halt damals so, der hat das dann auch für mich umgesetzt. Den Oberrahmen, da ist eine versteckte Platte drin und allen Pipapo. Ich weiß mal alles gar nicht mehr, was man da so sagen soll. Ja, Street Fighter, ich fand's damals auch geil, weil das war auch wirklich zu der Zeit wirklich populär mit Street Fighter. Da wollte ja jeder sowas haben. Ich habe selber mal eine Street Fighter gehabt, ne? Weiß ich gar nicht mehr, was das war. Eine Suzuki, glaube ich. Eine 600er oder 800er. Street Fighter ist halt irgendwo immer noch geil. Und oldschool, ne? Ja, und sowas bin ich der Meinung. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Bei meinen anderen Projekten, das kann sich jeder schnell nachbauen, finde ich. Und bei sowas, das habe ich noch nirgends anders gesehen. Die Schwinge, das ist selber so gebaut, habe ich nirgends noch nie so gesehen. Die Aufnahmen vom Zentralfederbein und sowas, ne? Der Lack ist auch noch so eine Sache.
Wie gesagt, Rahmteile, Holme, das ist alles schwarz, Hochglanz gepulvert. Der Lack an sich hat auch ein guter Kumpel von mir damals lackiert. Die Basis ist ein schwarzer Unilack gewesen. Da habe ich mir so gedacht, damals auch ein bisschen custom-mäßig, oldschool, muss Glitzer mit rein. Ja, dann habe ich mir so einen Glitzer-Klarlack rausgesucht, wo halt der Hauptbestandteil rot ist. Ist halt roter Klarlack mit Glitzer, wo auch noch in geilen Sonnenlicht paar mehr Effekte durchkommen. Da ist lila, grün, blau, alles mit drin. Ventilkappen ziehen sich auch wieder durch mit dem Trooper-Kopf, wie bei den anderen beiden Projekten. Gefällt mir halt einfach. Kleiner Star Wars-Fan. Zwar jetzt nicht übertrieben, dass ich da die ganze Bude mit irgendeinem Scheiß vollstehen habe. Kleine Details halt, die halt nur auffallen, wenn man sich das Projekt wirklich genau anguckt. Ne? Ich glaube, erneuern werde ich daran nichts. Ich wüsste auch im Moment gar nicht was, wenn ich ehrlich bin. Weil ein 130er verschluckt viel Geld. Natürlich könnte man jetzt den Motor noch umbauen mit K7 und was weiß ich, was da alles gibt. Verschluckt halt auf dem Geld und mir reicht das so, wie es jetzt ist. Weil es ist halt auch immer noch ein Erinnerungsstück. Also der würde auch nie irgendwie weggehen. Also er wird, sage ich jetzt mal zu 90%, wird das so bleiben. Natürlich findet man irgendeinen kleinen Sheet, findet man vielleicht trotzdem immer noch, was man machen könnte. Eine Sache weiß ich auch, ob das jetzt redenswert ist. Ich will nur noch mal an einen Vergaser stutzen. Kommt noch mal ran, dass man vielleicht noch ein PS mehr rauskitzeln kann. Das wäre aber auch das Einzige, dass man ihn vielleicht im neuen Jahr noch mal einmal ein bisschen mehr abstimmt und dann Attacke fertig für mich. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr wieder zugeguckt habt. Wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Abo da bei flori.grandelbart auf Instagram. Und was auch noch sehr wichtig ist, ein Abo da lassen bei Ostblock.mv. Haut rein. Schönes Wochenende.